Villach ist die Stadt der Überflieger, der Grenzgänger, der Marktführer und Hochkaräter. Work-Life-Balance inklusive. Landende Paraglider erhalten zusätzlich eine kostenlose Landkarte mit vielen Firmenlogos. In Villach gibt es einen riesigen Technologiepark mit einem Schornstein, sympathische Empfangsdamen, Männer mit Haarnetzen, einen Meister Eder, komplexe Schaltungen, Türen zuschiebende Männer, eine genau hinsehende Frau, ein Mann, der genau hinsieht und dabei AC/DC hört, eine genau hinsehende Frau. Dann Spezialisten in verdunkelten Räumen, Hände in blauen Handschuhen, die etwas kaputt machen, Technikerinnen, die auch manchmal lächeln und an Knöpfen drehen, moderne Gebäude mit Glasfassaden, 3D-Designer mit großen Monitoren und hochkomplexen Plandaten, spiegelnde Reinraumgerätetechnik und der gut aussehende 3D-Designer noch einmal von vorne. Fesches T-Shirt, so great. Rote Fassaden, blau-weiße Maschinenteile, Frau im orangen Hoodie, Rollgabelschlüssel. Villach ist international. Im Hightech-Campus stellt sich Nancy aus Taipei den kanadischen Projektmanagern vor. Andere fachsimpeln über Roboter oder testen Audis Virtual Training. Beim Innovationskongress hören Menschen einem Mann mit langen Haaren zu, während in futuristischen weißen Räumen mit futuristisch weiß gekleideten Menschen und futuristisch selbstfahrenden weißen Geräten an Hightech-Dingen getüftelt wird. Bevor die schöne Brille kommt, erst ein hässliches Modell. Jetzt passt sie. Hübsch. Die wird auch gleich wieder zerlegt. Auch das ist Wirtschaft. Villach ist die Modestadt Nummer 1 mit vielen kleinen Geschäften, mehlwerfenden und teigverarbeitenden Bäckermeistern, die kräftig kneten können und flirten tun sie auch gerne. Der Mann in der Sicherheitsjacke kontrolliert das weltbeste Villacher Bier. Alles ausgetrunken. Villach ist die Feinkoststadt. Mit viel Fisch, Fisch, Tintenfisch, Fisch auf Eis, Wurst, Fisch auf viel Eis, noch mehr Wurst, Garnelen, Muscheln und Fleisch für die jungen Mechaniker, die auch eine gute Figur beim Reifenwechsel machen und mit Taschenlampen unter Autos leuchten. Villacher Schneiderinnen im Karo-Muster schneidern designte Karo-Stoffe zu Karo-Aushängeschildern des modernen Homo sapiens Carinthianus. Traumhaft. Villach hat die schönsten Blumen, die schönsten Floristinnen und die schönsten Bouquets, die saubersten Küchen, die genialsten Rezepte und die am sympathischsten lachenden Köche. Wonderful. Und nicht zu vergessen, die schnellsten Kellner. Villach. Einfach super.